Die Woche beginnt mit zwei Bananen. Als Hauptmahlzeit des Tages gibt es heute einen, ich würde schon sagen, fast 2,5 Liter Smoothie, der vollgepackt ist mit Resten aus dem Kühlschrank. Da sind Brokkoli drin, genauso wie rote Beete, Orangen, Bananen, Apfel, Pastinake ist drin, Kurkuma, immer mit Pfeffer zusammen jetzt. Dann, den Pfeffer schmeckt überhaupt nicht. Also mach 2-3 Mal mit der Pfeffermühle was rein, schmeckt halt keine Schärfe. Und ich bin scharf, sehr empfindlich. Genau, dann natürlich Proteinpulver ist noch drin, Hanfsamen sind drin und ja, an Gemüse. Rhabarber ist noch drin, den wollte ich eigentlich irgendwie Kompott oder sowas machen, aber oder einfach so wegschnurpsen oder irgendwas, aber bin ich nicht dazu gekommen, da war jetzt schon ein bisschen weich, habe ich den Rhabarber hier einfach mit reingemacht. Und Stangensellerie war noch drin, Gurke war drin, ja. Also wirklich ein buntes Potpourri an Resten. Schmeckt allerdings recht wenig süß, muss ich sagen. Aber ja, geht auch mal. Dafür ist jetzt eine Hauptmahlzeit quasi das herzhafte Mittagsgericht. Und abermals zwei Bananen. Ja, irgendwie habe ich zur Zeit so ein bisschen ins Bananenfieber ausgebrochen. Keine Ahnung warum. Aber ja, Tag beginnt halt wieder mit Bananen. Irgendwie brauche ich das zur Zeit. Was auch immer, warum das so ist. Es sind 5 Bananen, die jetzt sozusagen zum Morgen in meinem Mund verschwinden. Nun gibt es eine Handvoll Erdnüsse, die sogar in Rohkostqualität sind. Die hat mir nämlich der Joachim geschenkt. Der hat sich sehr viele Rohkosterdnüsse gekauft und wollte sie irgendwie dann doch nicht mehr essen, weil er sie nicht so gut verträgt. Deswegen habe ich jetzt 2 Kilo Rohkosterdnüsse. Und das ist jetzt eine Handvoll. So, zum Mittag gibt es jetzt einen Green Smoothie, der den Namen Green Smoothie auch verdient. Hier sind drin Postelein, Grünkohl, richtig viel von diesem Red Russian und Spinat. Und alles aus dem eigenen Garten. Dazu sind noch 2 Orangen drin und eine Banane. Und ja, diesen richtig geilen Energiesmoothie, wirklich alles grün aus dem eigenen Garten, den gibt's jetzt. So, und jetzt am Abend machen wir das komplett mit einem großen Salat. Und zwar sind da drin Tomaten, Gurken, Zwiebeln, rote wie weiße und so eine 125 Gramm Mischsalat-Batterie von Kaufland. Der ist schon halb den Preis ersteigert, weil der anscheinend schon nicht mehr ganz so knackig war. Jetzt habe ich das alles ein bisschen aufgepeppt mit etwas Postelein aus dem Garten und ein Spinatblatt auch aus dem Garten. Genau, und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und noch ein paar Weintrauben. Der Morgen beginnt mit 3 Bananen. So, ich war bei einem Freund, dort habe ich einen ganz kleinen Salat, so einen Gurkensalat gegessen, habe aber leider vergessen aufzunehmen. Und jetzt gibt es ein paar Erdbeeren. Stil echt in der Plastikpackung natürlich. So, und jetzt gibt es einen Salat und zwar sind das Champignons, Zwiebeln, Möhren und Tomaten. Alles zusammen mit Olivenöl, ein Hauch Essig und ja, Salz und Pfeffer. So, jetzt zum Abend noch die 2. Packung Erdbeeren. Damit habe ich heute 1 Kilo Erdbeeren gegessen. Aber ehrlich gesagt, schmecken die nicht wirklich gut. Wen wundert, ist auch keine Saison. Aber ich konnte irgendwie nicht zugreifen, weil die Erdbeeren waren reduziert. Die haben mich gerade mal 30 Cent gekostet pro 500 Gramm. Und naja, da habe ich zugegriffen. So, zum Frühstück gibt es heute Rhabarber und Erdbeeren und... Was habe ich noch reingemacht? Orangen, genau. Und das habe ich eingekocht, weil der Rhabarber war sehr, sehr sauer. Die Erdbeeren waren auch nicht reif. Ich habe mir sehr viele Erdbeeren geholt. Und ja, da habe ich dann geschätzt gefühlt eine Tonne Zucker dran gemacht. Und ja, das wollte ich dann auch nicht roh essen. Und deswegen habe ich alles eingekocht, dann sozusagen wieder abkühlen lassen. Und jetzt ist das schön richtig süß. Und da esse ich das jetzt und kann das auch verwerten alles. Und nun gibt es einen Orangen. So, mit 5 großen Bananen beende ich heute den Tag. Und ja, war jetzt relativ wenig irgendwie. Wobei ich nicht weiß, wie viel Zucker da in dem Frühstück drin war. Aber das könnte durchaus schon eine sehr üppige Mahlzeit gewesen sein. Weil bis auf die orangen Bananen habe ich jetzt nichts mehr gegessen. Und fühle mich eigentlich trotzdem richtig schön satt. Es muss eigentlich schon Zucker gewesen sein, die Energie. Naja, wie dem auch sei.
So, und zum Frühstück gibt's einen Smoothie mit selbergeerntem Weizengras aus dem Garten, mit Grünkohl, mit auch aus dem eigenen Garten und gefroren, Himbeeren gefroren. Dann habe ich Erbsenprotein, dann habe ich Hanfsamen, Kurkuma und etwas Pfeffer, das gehört immer zusammen. Pampelmuse, Orange und Banane. Und irgendwie Pulver oder sowas. Auf jeden Fall, lasse ich mir jetzt den Smoothie schmecken und freue mich auf den Tag. Eine Handvoll Erdnüsse. So, und jetzt gibt es noch einen Salat. Das sind verschiedene irgendwelche Tomaten und Gurken und Salat. Und noch drei Kartoffeln. Und ja, und das ist jetzt so, wie es ist.